Now look here, son. I got a problem, and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned, and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Schutt und Asche, begib dich zum Top-Fun-Wagner, dem Abriss vorgesehenen Gebäude. Diese Mission ist berüchtigt. Selbstverständlich, GTA Vice City, eine der meistgehassten GTA-Missionen allgemein. Und sie ist zugegeben, sie ist lang, sie ist lästig, kompliziert, sie ist nicht unschaffbar. Aber ja, man soll den ferngesteuerten Helikopter verwenden, um Bomben zu viel Zielen im Gebäude zu verteilen. Die Reihenfolge ist beliebig. Aber man hat ein bestimmtes Zeitlimit, wo man also, ja, wird die Steuerung auch noch erklärt, die man nach und nach aufsammeln muss. Zum Abwerfen soll man B drücken. Es ist natürlich absolut machbar, wie gesagt, wenn alles noch mal ein bisschen erzählt. Man kann sie erneut aufnehmen. Wenn man die erste Bombe aufgenommen hat, wird der Zeitzünder aktiviert und das kommt dann noch erschwerend hinzu. Man kann es nicht unendlich lang machen, sondern nur 7 Minuten, 30 Sekunden. Wenn man die Zeit nicht nutzen kann, also ausnutzt entsprechend, dann war alles umsonst. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man diese Mission verhunzen kann. Dem vielleicht der Heli kaputt geht, man braucht so lang, man hat keinen Bock mehr. Aber gut, Zeitzone ist dann aktiviert. Und dann, wie gesagt, es ist natürlich das Eigentliche, was, wie ich die Mission bezeichnen würde, wäre lästig. Sie ist nicht schwer. Wenn man einmal die Steuerung ein bisschen beherrscht vom Helikopter, die nicht allzu cool ist, also man versteht es schon, es ist intuitiv und dies, das, aber dadurch, dass ich für die erste Bombe schon so lang brauche, dass ich erstmal sauber drüber segeln und dann nochmal umdrehen muss, beweist eigentlich, dass man schon mal ein bisschen dafür braucht, um die Steuerung vom Helikopter zu erlernen. Die ganzen Wachen auf dem Boden, die versuchen dann einen zu kriegen und kaputt zu machen. Die ersten Gegner, die Bauarbeiter, haben alle nur ein paar Hämmer dabei oder ähnliche Handwerkgeräte. Das heißt, sie können nur schlagen. Aber ab dem ersten Stock oder spätestens ab dem zweiten gibt es auch die Wachmänner mit Pistolen. Dann wird es noch unlustiger. Ich habe es tatsächlich beim ersten Versuch geschafft oder ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis der Heli dann kaputt gehen würde. Aber das ist tatsächlich alles. Es gibt keine großartigen Tipps oder sowas, wie man es schnell erledigen kann. Man muss die vier Ziele nun mal treffen. Und es ist wirklich nur Beharrlichkeit. Irgendwann weiß man, wie die Steuerung funktioniert. Irgendwann weiß man, wo die ganzen Ziele sind. Radar benutzen, dann weiß man es ungefähr natürlich. Irgendwann weiß man es auch auswendig. Es ist lästig. Es wird sich niemals ändern, dass diese Mission eine der lästigsten in GTA allgemein ist. Aber ich würde sie nicht als schwer bezeichnen. Wenn man will, dann kriegt man es hin. Die 7 Minuten sind mehr als genug. Und ja, ist halt so.